Hallo, hier ist Lisa und ich möchte über B12 sprechen. Für was ist B12 überhaupt notwendig? Hier sind wir schon wieder bei der Homozysteinentgiftung, einer der größten Risikofaktoren für Herz-Kreislauf. Also, das bedeutet, zusammen mit B9, mit B3, wird das Homozystein in das harmlose Cystein umgewandelt in unserer Leber. Also B12 ist wesentlich an der Homozysteinentgiftung beteiligt. Und B12 ist wiederum notwendig, dass Folsäure B9 aktiviert wird. Ist ebenso wichtig für unsere Nukleinbasen, also die Nukleinbasen in unserer DNS, in unserer Erbsubstanz und am Aufbau der Erbsubstanz beteiligt. Es verbessert auch das B12, die Zellteilung, das Zellwachstum, den Nervenfaseraufbau und unterstützt natürlich die Bildung der roten Blutkörperchen. Und deshalb wird auch immer nach B12 geschaut, wenn nicht genügend rote Blutkörperchen da sind. Und er ist ebenfalls ein Manager der Proteine beim Auf- und Abbau. Nun, wenn dir B12 fehlt, dann hast du eine Symptomatik, die fast jeder kennt, nämlich die Anämie. Also eine Art Blutarmut. Und das bedeutet, du hast ein verminderter Gehalt an roten Blutkörperchen. Du hast verminderte Zellvermehrung. Du hast Störungen in der Eiweißsynthese. Du hast auch Konzentrationsprobleme, Regenerationsstörungen der roten Blutkörperchen und Gedächtnisprobleme oder auch Wortfindungsstörungen. Wo kommt B12 vor? In der Leber, in Eigelb, in Fleisch, in Milch und in Fisch.